Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge heute mal wieder. Und wir sind hier heute auf der Berlin-Karte M6 unterwegs von unserem Willi, der natürlich hier bastelt und ich glaube, er macht noch basteln. Viel an der Karte, an der Multiplayer-Karte. Wir stehen hier heute mal Warschauer Straße und wollen heute mal so ein bisschen uns mal so die neue Gegend anschauen, wie das Ganze so ausschaut. Und ja, wir fahren das Ganze heute mal wieder mit dem KT4D, denn da gab es ein Update. Allerdings konnte ich noch nicht so wirklich rausfinden, was da so geupdatet worden ist. Lassen wir uns also da überraschen. Vielleicht kommt da ein bisschen Text noch zu und vielleicht gibt es da sogar nochmal ein extra Video, wie das Ganze dementsprechend funktioniert. Aber ich muss einfach sagen, ich finde es unglaublich, mit wie viel Liebe zum Detail hier die Modder hier einfach arbeiten. Unser BLV und natürlich hier haben wir ja noch den Kira, der das Ganze natürlich hier scriptet und sowas. Ey, es ist schon Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. So, wir gehen mal hier rüber und wollen jetzt hier mal einsteigen. Von daher stecken wir Schlüssel rein. So, Tür geht auf. Und dann lassen wir uns mal hier überraschen. So, Schlüssel ziehen wir natürlich ab. Und ja, ihr seht natürlich, hier hat sich nichts getan. Das ist neu hier, oder? Stand das schon immer an den Türen? Automatische Tür? Siehst du, das sind so diese Sachen, die ich meine, so, ja. So, dann haben wir hier hinten, na klar. Hier hat sich nichts verändert. Die Dachaufbauten, da ist ein bisschen was dazugekommen. Aber es kann natürlich auch schon mit dem letzten Update natürlich schon gewesen sein. So, wir klappen mal die Spiegel hier aus und werden jetzt dementsprechend mal so ein bisschen das Ganze ausrichten. Ja. So, wir sitzen drin. Ja, da kann noch ein bisschen weiter noch ein bisschen hier rüber. Ah, das ist aber auch doof hier. Das ist so. Da geht noch was. Nach da, bitte. So, wie sieht's aus? Nein, immer noch. So. Jetzt haben wir zu viel. Ah ja. So. Ach du Scheiße. Jetzt ist der Spiegel auch noch schief. Oh, weia. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Mann, was ist denn hier los hier? Bitte mal gerade. Ah, perfekte Sicht jetzt. So, okay. Schlüssel rein, würde ich sagen. Fahren schon mal einen Stromabnehmer nach oben. Und werden hier das Ganze schon mal einschalten. Zack. Und Antrieb. So muss das sein. So, dann Richtungswender vorwärts und so. Was habe ich jetzt vergessen? Irgendwas habe ich jetzt vergessen hier. Also Strom ist da, das war jetzt da, das ist jetzt hier, das ist an. Antriebsschaltung, Bahnstörung, das sollte eigentlich alles gewesen sein. So. Achso, das war gedrückt halten, genau. So. So, da haben wir es. So, vorwärts. So, die Türen sind zu. Schön ist jetzt, wir können jetzt hier die Tür auf und zu machen. Ja, das ist zum Beispiel sowas, was ich gesagt hatte. So, das sind diese kleinen Details, die ich meine. Das Schade ist halt, also man kriegt die Tür zwar auf, aber ne, wenn du die jetzt ein bisschen weiter zu weit aufmachst, kannst du die Tür nicht mehr zumachen, weil du kannst sie tatsächlich von dem Innenraum hier nicht greifen, dass du die hier zum Beispiel auf und zu machen kannst. Das ist natürlich ein bisschen schade. Deswegen, also die Tür versuchen nicht ganz so weit aufzureißen, dann passt das schon. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wie detailreich dieses Fahrzeug hier mittlerweile ausschaut. Wenn man sich mal ein bisschen zurückdenkt, ja, wie das Fahrzeug noch vor, ja, zum Anfang aussah, ist ja echt viel passiert, das ist Wahnsinn. So, wir haben hier Standard überall drin, Standard, das passt, okay. Warte mal, oh, geht das auch? Kann man das aufmachen? Ja, Tatsache, guck mal hier. Oh, kriege ich eine bessere Kameraposition hin? Nee, wa? Nee. Warte mal, da müssen wir mal anders machen, müssen wir das Ganze mal so machen, damit wir es vielleicht mal ein bisschen besser sehen können. Lip. So, da können wir das jetzt hier nämlich hier aufmachen. Ja, seht ihr? Das ist cool. So. Spielerlids! Wundervoll! Ja, das sind diese Details, die ich meine denn. Ja, also das ist schon eine ziemlich
coole Sache. So, wir schauen mal nach, ob der Willi jetzt hier für uns eine Route hat von hier Hohenschönhausen. Also Route 10. So, also löschen. Oh. 10 und 2. So, okay. Haben wir das Ganze. Ja, hier sehen wir M10. S-Bus U-Bahnhof, Bahnhof, Hauptbahnhof. So, dann wollen wir die Außenbeleuchtung gerne haben. Wir wollen gerne die Innenbeleuchtung haben. Und eigentlich müssten wir jetzt alles haben, was wir brauchen. So, von daher. So, dann gehen die Türen auf. Fahrgäste können einsteigen. Alles rein, 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 rein. Los, los, los. Keine Zeit hier zu verlieren. Ja, hier sieht man leider ein bisschen die Mauer. Ne, da ist, die ist auch ein bisschen verdammt hoch. Ich kann mich auch an so eine Mauer ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Hier finde ich ganz putzig, dass der Willi hier wirklich die ganzen Objekte hier. Also er fährt jetzt halt wirklich rum und macht sich hier so Bilder hier in der Warschauer Straße. Sehen wir, wie die Leute da alle ein- und aussteigen. Da fehlt natürlich noch einiges. Ne? Man erkennt es jetzt nicht wieder. Zumal das meiner Meinung nach hier auch so eine Brücke ist. Ne? Also die geht so über so eine Art Brücke. Ne? So, los geht's. Ja, das ist. Warum haut denn der mit den Vorwärts, die Bremse ständig raus? Der Controller ist es nicht, glaube. Mysteriös. Warte mal. Das war doch der Controller. Also, das Lenkrad. Klappergeräusche kommen mir auch neu vor, oder? Ich finde es schön, dass sie das mit dem Sound jetzt so hinbekommen haben. Ja, dass halt diese typischen KT4D-Sounds da drin sind. Also, die sind schon ziemlich gut gelungen. Ja, das muss man mal lassen. Das finde ich cool. Wenn wir jetzt immer weiter geradeaus fahren, kommen wir Frankfurter Allee rauf. Ich weiß es noch nicht, wo der Willi jetzt so lang gebaut hat. Okay.
Ja, das ist zum Beispiel so ein Phänomen, was ich bis jetzt nur auf Willis Karte immer sehe oder gesehen habe, dass da halt immer so diese Wand halt immer da ist, ne? Also man fährt praktisch in so eine Wand rein, irgendwann berechnet er das Ganze und dann ist es auch weg, ja, es verschwindet dann. Aber es ist mir bis jetzt auf keiner anderen Karte tatsächlich aufgefallen. Auch ist interessant hier, was ist denn hier mit dem ganzen Licht passiert, hier mit der Ampeln? Na gut, jetzt waren wir aber auch sehr nah dran. Das haben wir noch gepackt. Manfred hätte jetzt gemeckert. So, jetzt warten wir hier noch, bis wir jetzt hier unsere Fahrt bekommen. Ja, mal so ein bisschen umgucken. Immer mal so ein bisschen umschauen hier. So. Extra die Heckmatrix drin. Aber nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Ich habe hier nämlich eigentlich LED drin. Weiß ja, LEDs drin. Das ist ein bisschen eigenartig, warum er mir mein Setting gerade nicht genommen hat. So, das müsste jetzt hier die Frankfurter Allee sein. Wenn du jetzt nach rechts fährst, fährst du Richtung Köpenick raus. Wenn du Richtung links fährst, kommst du zum Alexanderplatz. So. Und das geht halt wirklich immer geradeaus. Also du hast auch diesen Mittelstreifen, das hat er auch extrem gut umgesetzt. Ja, das Ganze. Wie gesagt, also wo es halt ein bisschen, also da müsste man vielleicht dann, ich meine, ist ja noch alles nicht fertig hier, ne? Das ist ja selbstverständlich, aber so als kleinen Tipp. Also die Brücke, Warschauer Straße, die müsste man halt wirklich auch als Brücke bauen, denn. Ne? Das ist halt, ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend hier mit Brücken bauen und so. Warum haben wir denn jetzt hier rot, wenn die Autos grün haben? Das ergibt gar keinen Sinn. Okay. Ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen vertan. Ich habe bloß die Ampel gesehen, dass sie grün ist und dachte mir so, okay, jetzt gibt's noch mal richtig Speed, aber nö. Das sollte so nicht sein. So, jetzt haben wir Fahrt. Also Willi, an der grünen Welle müssen wir da arbeiten. An der grünen Welle müssen wir da arbeiten. Ach. Ja, also die Karte, ihr seht, die wächst ins Unermessliche. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er echt plant, da auch bis zum Alex da zu bauen und alles sowas. Das wird so eine Nonplusultra-Karte, die einfach wuchtig ist. Aber man muss dazu sagen, sie ist komplett Multiplayer-tauglich, ne?
So. Dann machen wir die Türen auf, lassen die Fahrgäste hier einsteigen. Und dann können wir gleich wieder weiterfahren. So, kriegen wir jetzt hier ein schönes Bild hin? Oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. So. Gut, dann Türen zu. So, und wieder stehen. So, ich überlege gerade, ob wir diesen Bereich hier schon kennen. Machen wir mal so ein bisschen rüberlinsen. Nö, hier fährt nichts anderes. Also wir müssen bis spätestens, ich glaube da vorne, ne? Ab da vorne ist dann wieder Content, den wir bereits kennen. Aber muss ich sagen, hat er ganz schön Stücke gebaut. Klar, es sind jetzt wirklich wieder nur Häuser-Splines jetzt. Das ist jetzt ein paar Laternen stehen, Ampeln funktionieren, ja, Signale funktionieren. Wir haben hier unsere Haltestellen. Ne? Aber sonst, wie gesagt, ist mir jetzt, außer jetzt in dem Kreisverkehr, hier, wenn wir mal einfach mal so ein bisschen, jetzt nicht um jetzt hier rumzuzetern oder sowas, ne? Wenn wir jetzt mal hier so hochgehen, sehen wir hier, diese Ecke besteht aus einfach nur reinsten Häuser-Splines. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich denke mal, da kenne ich den Willi einfach schon. Das wird bei Zeit wird das Ganze ausgetauscht. Das bleibt nicht so. Das bleibt nicht so. So, jetzt haben wir ja gar nicht weitergeschaltet, wa? S-Bahnhof Warschauer Straße. Cool. Rehwaler Straße. Grünberger Straße, Warschauer Straße. Wo sind wir denn gerade hier? Wir sind jetzt in der Straßenbahnstraße. U-Bahnhof. Frankfurter Tor. Das ist cool. Bersarinplatz. Straßmannstraße. Aha, aha. Tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, nee, komm. Wie würdest du das machen? War noch gelb. War alles gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, geradeaus, geht's da weiter jetzt oder nicht?
Da müssen wir jetzt mal leider mal so gucken. Der hier irgendwas nach? Weil ich weiß, dass es sich irgendwo. Ja, es, aber ob es hier war, ist natürlich eine andere Frage. Ja, ab hier muss ich jetzt echt passen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da weitergeht. So, da gucken wir mal. Hier fährt die M10, genau. Ich könnte es ja mal riskieren. So, wir hätten gerne grün, bitte. Grün. Grün wie die Nacht. Nein, grün wie das Gras natürlich, ne? Ich will nicht abbiegen, ich will geradeaus. Geradeaus. Ach, guck mal, da hinten jetzt. Ja, doch, da hinten geht's doch weiter. Jetzt hat er hier ein bisschen was nachgeladen. So, aber wir dürfen gleich, wir kriegen gleich unsere Fahrt und dann können wir loslegen. Aber wenn die so langsam über die Weichen so poltert, ne? Also Weichen fährt, poltert die gar nicht. Aber auch da müsste sie ja eigentlich Geräusche machen. Ja, auch wenn du langsam drüber fährst, gibt es trotzdem Geräusche. Ne, also. Hier im Spiel gibt es doch einen Fehler, ne, wenn er die Türen auf und zu macht. Straße. Die Paul-Heise-Straße. So, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir die Stimme jetzt so mal vom Willi hören, ne? Also, wenn ihr jetzt nicht bei mir jetzt öfters mal im Livestream dabei seid und alles was, ne, dann dürft ihr euch die Stimme jetzt nicht nicht. Nee, wenn ihr schon öfter im Stream dabei seid, kennt ihr die Stimme natürlich. Wenn ihr noch nie jetzt so im Livestream, dann sollte euch die Stimme recht neu bekannt vorkommen. Das wollte ich sagen. Ja, manchmal hat man immer so Wortfindungsstörung. So, gucken wir mal. Liegt hier an, ne? Also das sollte passen. So, wenn ich jetzt, warte mal, müssen wir mal warten, jetzt, bis wir gleich unser Fahrtsignal bekommen. Und dann guckt mal in den Spiegel. Ich glaube, das sieht irgendwie ein bisschen falsch aus tatsächlich. Wenn sich die Tür jetzt gleich schließt. Das sieht nämlich immer so aus, als ob nämlich die Tür durch den Spiegel durchgeht. Können wir mal von außen gucken? Nö, also eigentlich müsste das passen. Dass hier dass der Spiegel hier nicht abgeruppt wird. Das ist aber Schamhaaresbreite. So, na komm, wir machen die Türen zu. Seht ihr? Irgendwie haut's da mit dem Spiegel nicht so hundertprozentig hin. So, wie sieht's aus jetzt hier, Kreuz? Ich will weiter. Schon spät.
schon spät. Guck ich mal, Uri. Ja, also haben wir jetzt eine weitere Linie jetzt hier. Das ist ja Wahnsinn. Irgendwie müsste er sich vielleicht mal auch so Gedanken machen, zwecks den Namen umzuändern, weil. Was ich, jetzt ist in Berlin bei Willi oder was, keine Ahnung. Kniebruderstraße, Danziger Straße. So, jetzt räumen wir hier schon aus. Aber ich glaub, wir haben gleich die Endhaltestelle erreicht. So, Leute, ja, so sieht es also aus hier mit dem kleinen Update vom KT4D. Da wird sich wahrscheinlich noch einiges mehr versteckt haben, was ich noch nicht so entdeckt habe. Deswegen freue ich mich immer, wenn der BLV mir da irgendwie so eine kleine Textnachricht immer zukommen lässt, so von wegen, was hier alles so getan wurde, was hier so passiert ist. Damit ich euch das dann mal in so einem Video mal direkt zeigen konnte. Wie gesagt, das, was mir heute hier alles aufgefallen ist, weiß ich nicht, ob das schon in der letzten Version tatsächlich mit dabei war. Weil das Problem ist, dadurch, dass es einfach manchmal so viel ist, merke ich mir dann dementsprechend halt auch nicht alles. Haltestelle auf der Stammstrecke. Willi, da hast du noch was verpasst. Du hättest doch die Haltestelle sagen müssen, oder? Oder, nee, du hättest wahrscheinlich in der Ansage davor. Oh, das war aber. Warte mal. Das muss ich leider. Oh. Alter Falter. Da passt aber auch kein Mensch mehr da durch. Nee. Da passt kein Mensch mehr durch. Wie gesagt, an der Haltestelle davor, die da jetzt war, da hätte er auf jeden Fall sagen müssen, schon letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Gut, wenn man es weiß, ne, drückt man einfach den Taster nochmal. Straße, Danziger Straße. Genau, jetzt würden wir praktisch wieder zurückfahren Richtung Warschauer Straße, aber das brauchen wir ja nicht. Haben es ja gesehen, das funktioniert. Hier hat die Oma auch alles wunderbar umgeschildert. Eigentlich wäre das eigentlich auch ein ziemlich cooles Bild. Nun gut,
So ist es, das ist auf jeden Fall das neue Update jetzt auf der Karte von unserem Willi, also schönes Ding, also vom, ihr seht, die Karte wächst und gedeiht, wird wirklich immer größer, also muss man mal lassen. Was ich sehr schade finde, ist halt wirklich viele, elendig viele Häuser-Splines. Aber um irgendwie mal voranzukommen, ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, erstmal so mit Häuser-Splines zu arbeiten, um das Ganze dann nachher dann vielleicht ein bisschen auszutauschen, das Ganze halt ein bisschen individueller zu gestalten. Auch sehen wir hier einfach nur Straße, Bürgersteig, Laterne und so ein bisschen so die Masten. Hier fehlt es mir auch noch ein bisschen noch so an dieses kleine, ja, an die kleinen feinen Details. Aber da wisst ihr ja sowieso, da bin ich ja sowieso ein bisschen sehr eigen, wenn es um diese kleinen Details geht. Sonst, wie gesagt, ist wieder ein schönes großes Update geworden vom Willi. Da kann man absolut nicht meckern. So, ich mache es aber jetzt so kurz. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinposten, wie euch das neue Update gefallen hat. Und sonst sehen wir uns, ja, hoffentlich demnächst hier wieder, wenn es was Neues zu zeigen gibt, hier in unserem Lotus-Simulator. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.